Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Da hat es jetzt gerade irgendwie ein Update gegeben. Ich bin gespannt, was dieses Update mit sich bringt. Ich bin ja jetzt mal noch nicht so hoffnungsvoll, aber jetzt trinken wir heute erst einmal noch ein Leikheim-Kellerbier dazu und gucken wir mal, wo die Reise weiter hingeht. So, was gibt's Neues? Weiß kein Mensch. Einstellungen? Ah, Texttempo hier, 3 bitte. Nein, Teambox, manuell, automatisch. Aha. Achso, dann machen wir es gleich automatisch, ne? Ey, guck mal, da kann man ja voll was einstellen, nicht voll Hongo. Ja. Dankeschön. So, schauen wir erstmal die Pokémon-Boxen. Und geht da jetzt was? Ist das jetzt so, wie ich mir das vorstelle? Ja, leider nicht. Wir erst echt hier erst auf Daten drücken. Naja. Ist halt. Kann man machen, nix. Muss man gucken zu. Ist halt so. So, wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Wir sind jetzt hier. Was gibt es da zu entdecken? Nix. Ah, wir gehen jetzt zum Stahlherrscherorden. Da war Gott sei Dank ein paar Boden-Pokémon mit dabei. Wenn wir jetzt erst mal gucken, was habe ich im Beutel noch? So, Tränke habe ich noch. Bälle habe ich auch noch ein paar. Hier Top-Eder, Hyperheiler, das passt. Wunderbonbon, Neutralschmuck. Feuerzahn, ja, Blutzugzahn, Nugget. Ja, gut, weiter geht's. Wir müssen ja unseren magischen Hund hier befreien, ne? Ich würde ja vergessen, wie er heißt. Ich wollte jetzt ganz oben Rockheim an. Entwickeln sich ja hoffentlich nochmal, ne? Ne, es entwickelt sich nicht nochmal. Scheiße. Was ist wieder der Kumpel hier? Mach dir mal Blatt. Platt machen, hallo, angreifen. Heute zum halben Preis. Heute billig, morgen teuer, ne? Akademie-Schüler Hartmut. Ach du Scheiße. Fragruns. Es war echt immer, ob sie es nochmal entwickelt oder nicht. Ich bin der Depp langsam geworden, ne? Aber gut, ist scheißegal. Ich brauche den für den Stahl-Freak da oben. Mal gespannt, was es hier noch irgendwie zu entdecken gibt. Voll auf den Babas geschaut, ne? Ein Vulcano da hinten. Ich muss aber so sagen, interessiert mich überhaupt nicht, das habe ich schon. Weil kann man da rauszoomen? Nimm mal. Ei, stimmt, den haben wir jetzt auch mit dabei, ne? Ey, den finde ich eigentlich voll cool irgendwie. Das hat so ein bisschen was von Minecraft. Und die Vorentwicklung schaut halt aus wie der Pilz aus Super Mario, aber ist ja egal. Steinpolitur. Wie, du setzt Schaufel ein. Du, ein Gerauch. Digi, so läuft es aber nicht in meiner Welt. Ich bin ein Vogel. Du kannst mir mal gar nichts. Das war boah, Alter, da geht mal nichts. Ich bin so dumm, Alter. Warum setze ich nicht einfach meinen rasenden Affen ein? Leute, Leute, Leute. Ja, jetzt geht's langsam los. Jetzt wird er langsam ein komischer Captain Kringel, ne?
Jetzt geht's lang. Digi, was bin ich hier? Na, gang. Oh, hat man schon mal irgendwie so ein Ding. Oh, bin ich doof, ne? Oh, das kann mich täuschen. Ja. Der entwickelt sich jetzt schon. Nein, ich dreh durch. Schau na hi. Haben wir den nochmal irgendwo gebrauchen? Voltrean. Dieses Pokémon verstärkt seine Elektrizität durch Aufblasen des Kiesacks. Es nutzt den Wind, um innerhalb eines Tages 700 km weit zu fliegen. Digi, du hast aber schon Ambitionen, ne? Oh, das entwickelt sich gar nicht mehr. Ja, die Frage, kann man das noch zu irgendwas gebrauchen? Was kommen denn noch für Arenen auf mich zu? Also ich weiß, ich habe noch eine Normal-Arena anscheinend. Eine Psycho-Arena. Hm. Dann fliegt der jetzt auch aus dem Team raus. Das sehe ich mal gar nicht. Ich werde den Pokédex auch irgendwie mal voll machen, ne? Hier, Azurill entwickelt sich irgendwann. Hefel entwickelt sich bestimmt auch irgendwann. Fluffeluff. Dadiri entwickelt sich auch noch. Staralili. Habe ich den noch einmal dabei, ne? Da will ich jetzt aber echt dann. Sagen wir den Driftlungen mit. Wir nehmen uns nach dem Stahl. Ascher-Pokémon da oben. Nein, ein Mauzi, Diggi. Ich dreh ab, Alter. Komm in mein Team. Nö, oder du stirbst halt einfach, ne? Scheiße. Mauzi-Haar. So. Mach mal den Kumpel da platt. Schläft anscheinend gerade. Entwickelt sich das eigentlich auch noch mal? Ey, guck mal, was ist denn hier unten los? Ein Dickdri. Warte mal, wer bist denn du? Digga? Wer bist denn du? Nee, oder? Ein Klonkett. Nein, jetzt pass halt auf, ne? Und es ist gut. Ja komm, Alter, was ist denn jetzt los hier langsam? Ja, auf jeden Fall Haufen Dickdri unterwegs. Bist du kämpfen? Anscheinend wirst du kämpfen. Dann nehmen wir erstmal dich mit hier hoch. Der Reinhardt! Humanoid. Meine Fresse, Humanoid. Na, zu früh gelacht, ne? Dein Politur. Ey, Digi, das kann ich auch einsetzen, ne? Erdanziehung. Aha. Mein gutes altes Minecraft-Pokémon hier, ne? Das schaut schon abgefahren aus, also das ist echt wie aus Minecraft geklaut irgendwo, ne? Genau, du tust mal schön Geisterattacken erlernen. Und dann machen wir uns danach auf den Weg zu unserem Psycho-Orden. Jetzt wollen wir erstmal hier den guten. Zum Psycho-Orden kann man jetzt. Ey, da oben ist ein fucking Voltoball, Digi. Wir holen uns jetzt erstmal dieses Voltoball da oben. Ja, leck mich doch am Sack, ne? Eins der coolsten Pokémon überhaupt, ne?
Das war in Rot und Blau so geil, das Viech, ne? Ich hoffe, es überlebt. Ja, haha, und das ist bitte nicht Explosion oder Finale oder sowas ein. Das wäre jetzt nicht so cool. Sternschauer, naja, Sternschauer, da können wir mit leben, ne? Steinwurf! So, und jetzt einen Superball drauf. Aber man muss sagen, das Pokémon fangen ist seit dem es auf der Wii, auf Switch ist, schon ein bisschen langweilig. Ich weiß noch, wie wir bei Rot und Blau immer gefiebert haben, ne? Wo wir echt gefiebert haben, bleibt drin, bleibt nicht drin. Na, oh, ein Makita, den habe ich aber schon. Wir nehmen jetzt noch den Dickdarm mit. Also müssen wir uns aber langsam hier mal auf den Weg machen, ne? Wir wollen es ja nicht gleich kaputt machen, ne? Ja, genau, so ist es gut. Ich finde es ja voll geil, dass man jetzt einfach aus Dick da nochmal einen Schlick da gemacht hat und einen Schlick 3, Dick 3, ne? Weißt du schon? To the Snowed. Ist einem da echt nichts Neues, Cooles eingefallen? Ich meine, ich finde es ja cool. Manche Leute finden es halt nicht ganz so cool. Aber gut, viele Leute finden das ganze Spiel nicht ganz so cool, weil die alle sagen, Grafik ist scheiße. Oder Bugs. Scheiße, die waren dann, Alter. Ich hab voll die Gaudi hier, ne? War auch neulich hier in Facebook in dieser Gruppe mit den, so diese Gruppe von Nintendo, so eine Nintendo-Seite, glaube ich. Ne, ist schon eine Nintendo-Gruppe, ne? Ich glaub, Leute, Alter. Hat sich einer echt aufgeführt. Boah, Diggi! Ihr könnt hier alle dieses Spiel verteidigen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Reflektiert das mal für euch selbst. So ein Müll. So, Diggi, das musst du mir schon selber überlassen, mit was ich Spaß habe. Ne? Ansonsten packe ich meinen C64 aus und dann zeige ich dir mal, was richtig Spaß ist. Ach, das sind auch alle unfertige Spiele. Ja, tolle Wurst. Ne? Wo ich mir echt denke, mittlerweile kann man sich echt über alles aufregen. Oder ich weiß nicht, was mit den Leuten nicht stimmt. Haben die einfach keine Ahnung mehr, was Spielspaß bedeutet. Dass man nur noch, oh Alter, Grafik. Geh in Real Life raus, das ist die beste Grafik. Geh mir nicht auf die Nüsse, mein Freund, ne? Was stimmt denn mit euch allen? Hat der sich da aufgeführt, ne? Ich hab mal drunter geschrieben, das musst du schon selber überlassen, wo ich Spaß habe und wo nicht. Aha. Dann fährst du mal ein bisschen Gras, ne? Oh, nee, oder? Waggon. Wo sind die alle immer mit ihrem Antikkraft? Können wir den gleich mitfangen? Waggon muss ich wieder tauschen, ne? Ne, das muss ich nicht tauschen. Das muss ich auch Level 42 trainieren, ne? 45? Ah, Digi, nein! Katapult und tot. Scheiße. Ah. Den machen wir jetzt aber noch platt, ne? Waggon. Geht eigentlich bloß noch, dass man sich über die ganzen Pokémon eigentlich mittlerweile aufregt. Waggon heißen. Wenn ich schon aus wie bei Minecraft. Und was schon. Fliegende Luftballon. Wie geht denn das hier überhaupt? Beleber einsetzen. Sprühflasche. Nee, das geht immer gar nicht hier. Hallo. Wie? So. Jetzt wird diese. Ja, lustig, wie sich das Wort bewegt. So, wie wir schon dieses Mauzi haben.
Also schon allein, was bei Team Rocket dabei war. Man könnte Evoli, Mauzi und dem Pikachu schon eine eigene Stimme geben, ne? Jetzt habe ich Glück. Siehst du, sowas wäre damals nie möglich gewesen, ne? Ich weiß nicht, wie wir alle versucht haben, dieses Abra zu fangen. Azuya City, oben Abra. Es gab nichts, nichts. Es konnte echt nur Teleport einsetzen. Nicht irgendwie Horrorblick oder sowas. Gar nichts. Du hast echt einfach einen Ball drauf geschmissen. Jedes Mal ein Hyperball, Superball, alles. In der Hoffnung, dass es einfach echt drin bleibt im Ball, ne? Das war noch Prozedur. Da kannst du dich aufregen hier. Aber nicht über so ein Spiel, das schon geil ist, ne? Guck mal, was ist denn hier los? Makita interessiert mich nicht. Weil ich noch immer sehr unentschlossen bin, ob man das Makuhita ausspielt oder Makita. Ist das so ein stummes... Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ein Pilz! Nein! Nein, Diggi! Wie hieß er noch, dieser Pilzboy? Der verwandelt sich echt im Normal-Pokémon? Nein, oder? Das wäre voll bescheuert. Gut, Sasa war die Weiterentwicklung. Ey, ich vergesse echt so viel mittlerweile, ne? Seit ich Corona hatte, bin ich irgendwie schon in Banano unterwegs. Tarnpingyong, genau. Das ist natürlich blöd, wenn sie es in der Kristallisierung da einfach mal in einem normalen Pokémon verwenden, das ist ja voll doof. Dürfen die anderen auch mal angreifen? Der Dane und so weiter. Oh nein! Ich hoffe, dass es diesmal alles aufnimmt, ne? Ja, wir haben mehr bald. Ich bin da jetzt nicht so, ne? Schau halt hier ein Tarnpingyong, ne? Lecko mio, ne? Pflanze Gift war das normal, ne? Nee, eigentlich. Doch, Pflanze Gift, ne? Kein Käfer. Ne? Käfer, ja. Dann sind die Pilze Käferprimo, ne? Das ist so ein Schmarrn, ne? Eine Theorie zufolge fand der Entwickler des Pokéballs Gefallen an Tarnpingyong. Ja, konnte dies bisher nicht bestätigt werden, ne? Also auch dieses Tarnpingyong den Pokéball irgendwann an. Weißt du, da musst du aber echt sagen, da war Voltoball schon weitaus früher dran und Voltoball schaut ja um einiges mehr aus wie ein Pokéball. Oh fuck. War ja, glaube ich, sogar im Pokédex von Rot und Blau auch so am drin stehen, ne? Hinten schlief. Ey, dieses Scheißdecks! Komische Stahl-Elefanten-Pokémon da, ne? Den fange ich mir jetzt auch noch. Nein, komm zurück. Boah, du hättest halt den Ball da draufschmeißen sollen. Das ist so dermaßen dumm, ne? Also das ganze Spiel, also manche Sachen von der Mechanik her finde ich schon sehr dumm gemacht. Es ist aber auch dumm. Muss man echt sagen. Also es war echt in Legenden Arceus um einiges besser, manche Sachen. Aber gut, ist halt so. Neues Spiel, neues Glück, ne? Was mir dann Legenden Arceus gestört hat, dass manche Pokémon einfach
einfach neue Typen gekriegt haben. Wie Sneebel oder sowas. Du denkst, das war früher mal hier ein Unlicht-Eis-Pokémon, ne? Und jetzt ist halt was anders draus. Hm. Ist halt so. Schade, schade, schade. Ich weiß nicht, dieses komische, was da gerade vorbeigerollt ist, ne? Entwickelt es nochmal? Kupferfang-Pokémon, ne? Ein Kupferelefant-Pokémon. Das musst du mir vorstellen. So. Mal ist mal schnell. Schläft denn da so fröhlich vor sich hin? Habe ich das schon, wie ich das haben? Jetzt ist es mit dem Anvisieren haut irgendwie noch nicht so ganz gut hin, ne? Das ist halt schon langweilig. Das mit dem Anvisieren haut halt einfach nicht hin. Das hat schon mal besser funktioniert. Muss man sagen, ne? Ja, gut, jetzt trainieren wir noch schnell ein bisschen. Und dann machen wir uns über den Stahlfreak da oben los, ne? Alter! Oh, Gott sei Dank. Oh, da habe ich auch schon bessere Animationen zu Kaskade gesehen, ne? Ja gut, im Großen und Ganzen macht das Spiel Spaß. So, jetzt hier. Ich verstehe es ja. Ich verstehe es ja, es sind über 400 Pokémon in dem Game. Und da ich für Animationen programmieren muss. Ich habe ja früher selber auch programmiert. Es ist schon nicht so einfach. Verstehe ich auch. Irgendwo passieren Fehler. Ist halt so. Ring, ring. Hey, Captain K. Ein Stalos. Okay. Oha. Jetzt pass auf. Oh, Alter, ist irgendwo hier in der Hügel. Komm ich da nicht hoch? Hm. Okay. Komm her, wo bist du? Kleiner Schnuckibärchen, Freak. Ah, ist in der Haufen Stollen, wo ich wahrscheinlich überall rein muss, ne? Hm. Hm. Aber jetzt bin ich hier komplett lost. Oh, da sind auch noch ein paar Items drin hier. Ne, irgendwie nicht. Das ist jetzt gerade voll verarscht, ne? Aber voll verarscht. Guck ich nie wieder da hoch, ne? Scheiße. Hier, dass man da irgendwo irgendwie an der Ziel kommt. Nee, jetzt noch nicht. Also auf jeden Fall noch mal so eine Münze. Es ist gut, dass ich jetzt hier bin, aber hier will ich gar nicht hin. Ich will jetzt auch nicht mit dir kämpfen. Ich will jetzt zu meinem Ascher-Pokémon. Mal Butterpunk abgehen, ne?
So, eine von beiden Höhlen wird mich ja irgendwo dahin führen. Ja, die führt mich jetzt schon mal ins Nirvana. Mangunio, ich halte es nicht aus. Den habe ich ja auch noch gar nicht. Und lecko mio, ne? Das Bier schmeckt heute ein bisschen rauchig irgendwie, finde ich. Ist jetzt nicht ganz so, wie es eigentlich sonst war. Oder ist es der Fall, weil ich jetzt einiges weniger rauche, dass ich jetzt einen ganz anderen Geschmack habe, ne? Ja, aber ich habe nämlich hier ewig vielleicht so einen Zungentumor oder so, habe ich gegen das Rauchen eingestellt. Ganz aufgehört noch nicht, aber drastisch reduziert. Und ich fühle mich gut. Muss ich sagen, ja. Ich vermisse es in manchen Situationen, aber eigentlich nicht. Es geht auch ganz gut ohne. Wo ist denn jetzt mein Raser? Immer da drin platt. Du sollst da reingehen. Das ist so ein aggressives Affen-Pokémon. Ja, wunderbar, ein Fisch dabei. Danke, geht doch. Mein Gott, ich leute. So, wie komme ich jetzt da hoch? Wie komme ich jetzt dahin? Wir finden. Voll auf der falschen Pferde irgendwie, ne? Warte mal, jetzt muss ich nicht hier im Endeffekt muss jetzt nach rechts, links, rechts, links. Nee, warte mal, hier doch. Nee, aber von da oben komme ich ja. Von hier komme ich ja. Ja genau, jetzt laufe ich wieder hier und dann muss ich rechts weg. Nein, ich laufe jetzt in die falsche Richtung, oder? Ja, ich müsste eigentlich zurück. Aber da ist noch ein neues Pokémon, das ich noch nicht kenne. Ein Motorcycle. Knattox! Und dann kriege ich doch endlich auch mal Knattertox hierher irgendwo, ne? Fick dich, wie geil bist denn du, ne? Superball drauf und alles ist Schicko-Banane. Jetzt weiß ich, wann sich das zu Knattertox entwickelt und wie sich das entwickelt und was ist überhaupt ein Knattertox-Gas? Ein Stahlgift-Pokémon. Ein unbekanntes Gift-Pokémon, aha. Also heißt es, es kommt in Zukunft noch schon ein paar Gift-Pokémon dazu. Weil das sonst wäre es ja bekannt, ne? So, jetzt gehen wir aber zurück. Gucken jetzt doch endlich mal, ob wir unseren Stahl Herrscher-Pokémon Kartoffelkopf. Nein, ich wollte auf die Karte schauen. Genau, ich muss noch weiterlaufen. Ist das immer alles kompliziert, ne? Deswegen hasse ich so Open-World-Spiele. Die hasse ich einfach, ne? Die ergeben überhaupt gar keinen Sinn. So. Kein Mensch weiß, wo er hinlaufen muss. Kein Mensch weiß, was überhaupt im ganzen Scheiß-Game los ist. Digi, wer bist du? Was ist denn?
Nein. Ja, ich bin jetzt voll reingelaufen. Es passiert nichts. Aha. Also oben ist er. Ah, jetzt hat er. Schau mal. Hey, was ist denn das? Heute wo, ne? Ist er ein Schlick dran? Hey, ist er für die süßen Augen eigentlich, ne? Ein Schlurm? Nein, Alter, ich will einen Schlurm haben, ne? Wo kommst denn du auf einmal her? Hey, das hat... Gut, 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 gut. Ein Schlurm, ich halte nicht aus. Das schaut ja cool aus. Oh, zum Fick. Ich will auch einen Schlurm haben. Schau, weil der Schlurm heißt, will ich das haben. Da ist er wieder. Und fort. Jetzt bin ich doch da, wo ich vorhin war. Hm. Haut er schon wieder ab. Ah, da oben geht's hin. Ja, Alter, ich war schon bei dir, Diggi. Du hast voll verloren, mein Freund. Boah, ich will den Schlurm haben. Das finde ich voll cool, das Pokémon, ne? Ey, das ist ja mal ein mega Hammer-Fettbombe, krass. Geilomart. Pokémon, ne? Schlurm. Wie Schlürfen und Wurm oder wie oder was? Digi, dich habe ich das letzte Mal schon nicht gebraucht. Ich bin dich auch diesmal nicht drauf. Weil ich mache hier einmal Kreuzhieb auf deinen Maul drauf, ne? Tentagra! Ist dieses Tentara auch verunschandelt worden, Leute? Bitte hört halt einfach auf. Oh, warum? Das hat man schon mit Helino angestellt. Und jetzt auch noch mit Tentara. Helino ist aber schon, dass ich ein Kampf-Pokémon bin. Hier so dermaßen auf dein Maul hau. Schlurm. Den finde ich schon echt süß, diesen Schlurm, ne? Level 28. Was entwickelt sich halt einfach immer noch nicht, ne? Oh, ich bin gespannt, was diesmal passiert. Ich hoffe, seinem Hund geht's bald wieder gut, ne? Komm, wir müssen die ganzen Herrscher-Pokémon besiegen. Weil der Hund halt, ne? Komm, zeig dich, Geheimgewürz. Bam, 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 baraun. Glanz und Flor, Gürtelsämmerung, ne? Und jetzt mach mal wieder hardcore geiles Sandwich draus. Aha. Pass halt auf, seinem Hund geht jetzt gleich wieder richtig gut, ne? Schau halt hier.
Er nickt ja mit seinem Kopf, ne? Na, Frauli. Ja, das ist arme Mastifo-Sohne. Mampfschling. Rülps. Hurt. Hochsprung. Digi, ne? Das letzte Gewürz, das noch fehlt. Ja, ich bin mal gespannt, was da noch fehlt, ne? Ja, da habe ich schon fast ein bisschen geweint, ne, wie ich das erste Mal gesehen habe, wie dieses Mastifoso da. Oh, Diggi, komm. Ring, ring. Wer ruft an? Wer nervt? Probier es noch gleich mal aus, ne? Kriegst du das? Diggi, was ist denn hier? Trainingseinheiten sind hier. Los, Rasaf! Mach alles nieder, was sie dir in den Weg stellt. Ja gut, in der einen Höhle, da waren Pokémon Level 38, ne? Jetzt habe ich hier schon 39, 31. Gut, ja, ich habe jetzt schon viel wieder ausgetauscht, ne? Boah, schon hier, wie das fliegt, ne? Wir fliegen in den Sonnenuntergang. Oh yeah. Ja. Bei Erde. Ja, alles andere erkunde ich mal, weil ich hier dann mit dem Game soweit durch bin. Da kann man anscheinend noch nicht hochspringen. Nein. I fucking Lavita! Alter! Nein, 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 komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ich will dieses Lavita haben. Diggi, ne? Ich flipp aus, ne? Ich flipp halt aus. Ich flipp halt echt aus, ne? Mein fucking Lieblings-Pokémon in dem scheißgeilen Game hier, ne? Das beste Pokémon überhaupt, wenn sich das zu Despotar entwickelt. Es ist scheißegal, was ich im Team habe. Es fliegt alles raus. Dieses Lavita muss in dieses scheiß Team rein, ne? Du bleibst bitte in dem scheiß Superball jetzt bitte drin. Bitte, 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 bitte. Nein! Mach deinen Scheiß. Nein, ich habe jetzt halt keine Bälle mehr. Bleib bitte in dem Superball drin. Bleib jetzt einfach da drin. Ich setz gleich Hypnose auf dich ein, ne? Danke. Geh doch! Ist das geil oder ist das geil, ne? Scheiße, Alter! Wie geil bist denn du, du Scheißspiel, ne? So. Wo wollen wir eigentlich als nächstes hin? Ah, da müssen wir... Ah, ein Giftorden, ne?
Gift, was ist gut gegen Gift? Psycho-Pokémon. Ah, der ist der Weg des Champs. Eis, Ei, was ist denn das? Rigometer. Zwei Eis. Ah, Psycho, Geist! Das ist doch gut, ne? Da habe ich Geister-Pokémon dabei und Licht-Pokémon. Super geil. So, jetzt fliegen wir erstmal hier zurück. Und dann will ich diesen Schlurm irgendwann demnächst noch schnell fangen. Ne? Aber jetzt machen wir erstmal Feierabend für heute. Wir haben den coolen, wir haben uns Hochsprung erlernt. Wird uns bestimmt sehr nützlich sein auf unserer Reise. Dann sage ich mal wieder vielen lieben Dank fürs Reinschauen, Zuschauen. Schaut meinen Adventskalender an. Ab demnächst noch mehr. Hab euch lieb. Tschüssi dabei. Abonnieren, nicht vergessen. Like da lassen, nicht vergessen. Hab euch lieb. Ihr seid einfach die besten Zuschauer, die es auf dieser Welt gibt.